Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Borderlands 2. Yay, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bringe ihm die Sachen der Leichen, die Jack im Clutcher ablegt. Er quält mich dafür nicht mehr mehrere Stunden am Stück. Und dann hat er's doch. Aber damit ist jetzt Schluss. Wir erledigen ihn, klauen uns mein Schiff zurück und fahren nach Sanctuary. Klingt gut. Ja, wie gesagt, herzlich willkommen zurück. So wird's laufen, Kammerjäger. Mein erster Mat Boom Boom wird dich umbringen. Boom Boom. Jack wird uns bezahlen und ich spiele Häschenhüpf auf deinem Brustkasten. Ja, klingt fair. Sei vorsichtig, wenn du Boom Boom ausschaltest. Das klingt aber tatsächlich fair, muss ich sagen. Mal, den müssen wir ganz kurz gucken. So, habe ich zweimal die gleiche Waffe. Zeig mir ein paar grüne Pfeile. Hey, warte mal. E? Okay. Nein. So, dann was haben wir noch für Waffen? Ja, Mann, laber mich jetzt nicht voll. 17. So viel wie Zerfetzer. Schätze, du checkst, warum die so genannt werden. Die werden so genannt, weil sie... diese Brettchen sind eklig. Und? Wie war dein Tag? Entschuldigung, einsam. Wir haben nicht viel geredet, seit ich dich abkratzen lassen wollte. Hey, du glaubst, du frierst dich dort draußen zu Tode? Eher nicht, hm? Vorher kriegen dich die Banditen. Mein Tag? Hm? Er war ganz gut. Ich habe mir einen Pony aus Diamanten gekauft, denn ich bin reich. Nur damit du es weißt. Okay, bis dann. Er hat sich einen Pony aus Diamanten gekauft. Wie geil ist das denn? Ich will auch einen Pony aus Diamanten. Ich wollte gerade schon sagen, entwickelt Claptrap ein Gewissen? Ich zermartere mir den Schädel, aber mir fällt einfach kein Name für das Diamantpony ein. Ich wollte es dir zu ihren Pissbirne nennen, aber das ist irgendwie pubertär. Wie wär's mit Arschgaul? Nee, das ist noch übler. Ich glaube, ich denke noch etwas drüber nach. Boah. Gerade deinen Freund getötet? Ich mag den. Ich mag den. Ich muss ein bisschen Money gucken. Ich muss ein bisschen nach Money. Ich sollte was klarstellen. Das Diamantpferd, von dem ich dir erzählt habe, ist keine Skulptur oder sowas. Es ist ein lebendiges Pferd. Nur, dass es eben aus... weißt du was? Ich hole es schnell. Arschgeil! Ja, braves Mensch. Oh, sag hallo. Was hat er getan? Arschgaul sagt hallo. Arschgaul sagt hallo. Das ist Boom. Ach, die Geschichte. Zündet die Lotte, ihr Hunde! Boom! Man ist Pader. Jetzt kannst du rotten!
Warte mal ganz kurz. Es macht vielleicht Sinn, dass. Eins tot. Okay, Sniper? Wo ist er? Oh. Muss er nicht gleich so übertreiben? Ich Idiot. Ich Idiot. Es ist schon das zweite Mal, dass ich mich selber hitte. Es ist schon das zweite Mal. Katsching. Katsching. Das war doch nicht so ganz die richtige Wahl. Alter. Es ist echt so schwer mit den ganzen Waffen, ey. Deswegen ist es auch ein Loot-Shooter. Ein Loot-Shoot? Keine Ahnung, irgendwie haben die da einen Begriff für. Deswegen habe ich auch auf dich geschossen, mein Freund. Ich dachte, ich wäre in Sicherheit gewesen. Ah nein, nicht darunter fallen. Oh. Mamas Liebling. Wieso lebt er schon wieder? Nein, nicht schon wieder! Oh, ich bin doch bescheuert, ey. Irgendwas mit Schwangerschaft, hat er gesagt. Alter, wie bin ich dumm, ey. Zweimal hau ich mich mit der Granate hintereinander weg. Verflixt und zugenähtes, versperrtes Tor. Oh, Idee. Untertan, an die Kanone. Schieß das Tor kaputt. Aber erst, wenn ich aus dem Weg bin. Verstanden? Wenn du das Tor jetzt kaputt schießt, könnte ich ernsthaft beschädigt werden. Also lass es. Ich stehe nur hier, um dir den Bereich zu zeigen, auf den du schießen sollst, wenn ich erst aus dem Weg gehe, was ich tun werde, sobald...
Ja. Total. Nee, was hat er gesagt gehabt? Ich kann das Gewehr nicht, ich kann das Geschütz nicht nutzen, das ist ja geil. Diese Sprüche, ey. Diese Sprüche sind so mega teilweise. Oh, ich bin voll. Oh. Immer feste drauf. DT, so. Granatenmods. Alter, das nervt mich so dermaßen, ey. Der nimmt, das ist doof. Da liegt so viel Zeug rum. Das ist ein bisschen doof, der nimmt das automatisch nicht auf hier manchmal. Okay. Wieso kann ich da nicht weitergehen? Jetzt nimmt das wieder automatisch auf. Also manchmal ist es sehr seltsam, was er aufnimmt und was nicht. Wenn wir jetzt eigentlich... Oh, wir haben zwei neue Skillpunkte. Wenn
Ein Magazin volles regeneriertes Gesundheit, das ist ja geil. Claptrap hat also einen neuen Freund, hm? Ich muss sagen, der kleine Schrotthaufen fehlt mir. Die Geräusche, die er gemacht hat, wenn wir ihn angezündet haben. Mir kommen die Tränen. Meine Hand los! Eins mit Stern für mich. Ich dachte, er wäre tot. Ich dachte, der wäre tot gewesen. Also müssen wir immer schön darauf achten, dass das Magazin voll ist. Ja. Das ist schön. Du bist echt eine geile Maschine. Einfach kein Vergleich. Beim nächsten Ton Heatens, der um sein Leben brüllt, ist es 2.30 Uhr. Warum? Oh Gott! Was ist denn der Verkaufsautomat? Bin ich blind? Wow. Kann man die eigentlich noch Ordnern wegwerfen. Das ist doch ganz gut. Ach, das ist eine Shotgun. Probieren es mal aus. So viel Schaden.
Mit so viel Schaden probieren wir das mal aus. Warte mal, hier ist wieder irgendwo ein Automat. Willkommen in Dr. Zeds tragbarer Klinik. Was kann ich für dich tun? So, 17, 2, 2, das ist weg. Das weg. Nein, das war falsch. Steve? Hol weg damit. 32. Okay. Wenn du das nächste Mal am Verbluten bist, denk einfach Doktor. Das funktioniert nicht mit dem Leben regenerieren. Wenn du leben willst, kauf bei mir. Du bist doch Organspender. Du und Clappy werdet für immer unsere Lieblingsfolteropfer und dafür lassen wir euch leben. Überlegt es euch. Lasst euch Zeit. Ich hab die Blöde. Wo denn? Da. Ich hätte es ja weiter verprügeln lassen können. Trifft schon nicht den Falschen. Beschütze mich, Untertan! Nö, ich loote lieber. Shorty will Hallo sagen. Hallo, Shorty. Oh. Genau, leg dich niemals mit einem Mädchen und ihrem Death-Trap an.
Muss er denn hin? Muss er da oben rein oder was? Oh, Treppen! Ich kann keine Treppen steigen! Wir müssen irgendwie anders raufkommen! Ein Kran! Finde die Steuerung! Alter Schwede, ey! Wir schießen den. Hast du gerade nach meinem Roboter, nach meinem Desktop geschlagen? Ist ja ganz schön arschig. Hatten wir nicht auch noch zwischendurch neue Tokens? Ja. Ich gehe nur auf Leben und Schild. Und wenn dann natürlich das nicht da ist, gehen wir auf... Oh, was anderes. So, jetzt müssen wir die Kleptrap hoch. Oben irgendwo. Frage ist, wie kommen wir da hoch? Oh, eine Toilette. Selber Arsch. Frage, wie kommen wir da hoch? Gehen wir einfach mal den regulären Weg. Das ist wahrscheinlich auch der richtige Weg. Wo? Ja. Hallo! Warum lässt sich die Waffe zwischendurch nicht auslösen? Noch wo einer? So, was haben wir hier? Ich bin gerade ein bisschen ruhiger, es tut mir leid. Es ist auch 3 Uhr nachts. Ich auch. Ich hab ja welche. Haha. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Empfiehlst deinen Freunden Markus Munition. Oh,
Okay. Hallo? Wir folgen dir einfach mal. Muss unbedingt mehr Punkte reinpacken. Diese Heilung. Okay. Sieht wieder nach einer Arena aus. Unsere neuen Folterpüppchen, Jungs! Heizt ihn ein! Captain Flint! Burn, baby, burn! Alter, was ist denn das Problem mit dieser Waffe, dass sie so ewig nicht nachlädt? Okay, das war's jetzt schon. Nicht sehr beeindruckend. Oh, der hat das Blaues gedrückt. Tinderbox. Lässt du mich dann in Ruhe? Komm, die $2. Ach, die Geschichte. Es war ja die Geschichte. Aber haben wir jetzt eigentlich alles hier an Missionen erledigt? Ja. Und nun lass uns Segel setzen. Die Straße nach Sanctuary. Könnt in eurem Land.
brauchst einen Wagen, um das Stadttor zu erreichen. Geh zum Catcher Ride. Falsche Taste. Ja, das ist schlimm. Der lädt eh so schnell nach. Der lädt eh so schnell nach. Warum kann man manche Waffen nicht als Favorit markieren? Nervt mich ein bisschen. Bessere Ware findest du nirgendwo. Dafür habe ich gesorgt. Assault Rifle, Pistolen, Shotgun, 21-15, 23-14, Ach, das sind immer die Vergleiche zu, okay. Automat wird digital ein Fahrzeug für. Wow! Nicht autorisierter User auf meinem Kühlergrill! Versuchst du mein Catch a Ride zu hacken? Mhm. Uncool, Bruder! Uncool! Verflucht! Sorry, verflixt. Ein Mann namens Scooter kontrolliert diese Automaten. Er hat vielleicht ein paar Chromosomen zu wenig, aber mit Autos kennt er sich aus. Er hat diese Station gesperrt, damit Banditen sie nicht benutzen können. Aber ich registriere einen inaktiven Hyperion-Bot im Camp der Bloodshots. Wenn du seinen Interface-Adapter an das Catcher-Ride anschließen kannst, hacke ich die Station und besorge dir ein Gefährt. Keine Ahnung, was die da labert, aber ich denke mir, wir sollen da reingehen und irgendwas besorgen. Glotzt du meinen Schotti an? Glotzt ja mein Schotti nicht an! Jetzt will ich Kleinholz sehen! Jawohl, Level up! Selbstsicherheit ist sowieso überschätzt. Geil! Und sowas kriegt im Wissenschaft- und Technikwettbewerb nur den dritten Preis? Das finde ich auch nicht so nett. Oh, Deathweb. Irgendwie hätte ich sie gern alle. Schließ den Adapter an das Catcher-Ride an, dann besorge ich dir ein Gratis-Fahrzeug. Yay. Wir kriegen ein Gratis-Fahrzeug. Einmal im Leben was Gratis. Ich bin sicher, dass wir das schon bald wiederholen werden.
Phasenverschiebung wird ausgeführt. Verriegelung widerrufen. Warte kurz, ich hacke das Catch a Ride. Autorisierter User akzeptiert. Gute Fahrt. Es liegt ein Pimento Taco, ein Pimentaco im Handschuhfach. Cool. Fordere noch ein Fahrzeug an. So, Fahrzeug 1. Was haben wir da alles? Giftiger Senf. Ah, langweilig. Steuerung mit Maus, ja, kennen wir noch aus dem letzten Teil. Ein echter Charmeur. Du solltest dir jetzt an jeder Catch-a-Ride-Station ein Fahrzeug. Sehr gut. Jetzt auf nach Sanctuary. Finde Roland. Er will den Kammerjäger kennenlernen, der Handsome Jack die Stirn geboten und überlebt hat. Das bin ja da, wo ich. Das heißt, ich bin frei von guten Aussehen. Das heißt, hallo, was heißt hier frei von guten Aussehen? Ich sehe ja wohl wesentlich besser aus als du, Fratze. Iridium. Du hast ein Stück Iridium, ach so, die Geschichte. Schwarzmarkt. Mal Iridium. Oder? Bum. Ich will die ganze Zeit nachladen. Ich denke, wir werden hier noch... Was ist denn hier los? Ich denke, wir werden hier noch viel zu tun haben. Irgendwo einer. Ach, der lebt noch. Fahrerpflichtig 2. Ich habe jetzt extra darauf geachtet, die zu befahren. Und die Herausforderung abzuschließen. Lass uns rein, du Idiot! Wir killen euch alle miteinander! Es ist in mir drin! Yeah.
Was hat er gesagt? Hab nicht zugehört. Irgendwas mit aus dir mache ich. Blutige? Keine Ahnung. Krass, wir sind schon Level 8. Anderthalb Stunden gespielt erst. Ich glaube, ich muss den Knopf da drücken. Bin mir aber nicht sicher. Hallo? Ihr kommt niemals nach Sanctuary rein, ihr Skecklecker. Oh, Moment. Ein Kammerjäger? Augenblick. Roland will mit dir reden. Ich werde ihn per Echo rufen. Das ist nett. Ah, du bist also derjenige, von dem man so viel im Äther hört. Ich bin Roland. Früher war ich ein Kammerjäger wie du, bis ich die Crimson Raiders gründete. Wir plaudern weiter, wenn ich wieder in Sanctuary bin, aber jetzt brauche ich deine Hilfe. Okay. Meine Männer erzählen mir, dass Corporal Reese nicht mit dem Energiekern, den wir brauchen, um die Schilde der Stadt aufrechtzuerhalten, zurückgekehrt ist. Bring Reese nach Sanctuary. Dann bist du einer der Raiders. Roland hat dich kontaktiert? Gut. Hör auf das, was er sagt. Er kann uns helfen, Jack zu besiegen. Aber will ich denn wirklich Jack besiegen? Leute, hier spricht Handsome Jack. Ich wollte euch sagen, dass ihr euch nicht verirrt. Jede Erschütterung kommt mit dem Bohrer der Kammer näher und das heißt Freiheit, Ordnung und Sicherheit für uns alle. Außer für euch Arschgesichter in Sanctuary. Cool. Wo muss er denn lang? Folgen einfach mal der Hauptstraße. Was wollte ich sagen? Wir folgen einfach mal der Hauptstraße da lang. Was eine sehr gute Wahl war. So, was haben wir hier liegen? Aber ihr habt doch jetzt mich. Ich bin besser als 5 von euren Soldaten. Da kann ich natürlich wieder nicht mit meinem Auto rein. Mit meinem Töff-Töff. Tschüss, Töff-Töff. Bis später, Töff-Töff. Verdammte Blattschatz, es sind zu viele. Wenn mich jemand hört, ich brauche Hilfe. Du bist Skagfraß, Penner. Oh, leck. Man wirft nicht mit Steinen, das ist sehr, sehr unhöflich.
Das ist sehr, sehr unhöflich. Guck mal, großes A-Loch. Rekrutierte. Und aber ein guter Kerl. Hol mir den Energiekern. Und wenn du schon dabei bist, leg noch ein paar Banditen um für Reese. Er hat's so gewollt. Wie es aussieht, hast du einen Gebietswegpunkt. Manchmal kann dein Echo-Gerät nicht die exakte Position von etwas finden, das du suchst. Durchsuch das Gebiet, das mit dem großen grünen Kreis auf deiner Minikarte markiert ist. Dein Ziel befindet sich irgendwo in diesem Gebiet. Okay. Das kriegen wir hin. Guck, wie krass schnell das Leben regeneriert, wenn die Waffe voll ist. Also das werde ich definitiv noch ausleveln. Keine Munition mehr. Wie geil ist das denn? So, 8 Stück müssen wir noch. Komm mal hoch. Ist ja gut jetzt. Schild, 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 Schild. Oh, guck mal hier. Mord ist dein Hobby. Dumm, da, dumm. Er stirbt morgen sowieso. Das ist ja traurig. Was ist denn? Hau! Oh. Einen haben wir noch. Der Widerstand hat heute einen guten Mann verloren. Aber ich bin sicher, Reese hätte sich gefreut, wie schnell du diese Bloodshots ausgetauscht hast. Drüben. Ist so geil, worauf schießen die denn, wenn die mich nicht sehen?
Was hat er denn? Da. Noch irgendwo einer. Ich denke mal, wir dürfen jetzt nach Sanctuary rein. Ich denke mal, jetzt dürfen wir nach Sanctuary rein. Wine. Bin da guter Hoffnung. Da ist mein Autostift. Voll am Abstören, die Alte. Sanctuary, der letzten Passion des Widerstands. Pandora, wie ihr es kanntet, das Chaos, die Banditen, gibt es nicht mehr. Wenn ihr es zulasst, wird dies eine Ära der Ordnung sein, des Friedens. Ergebt euch einfach und ich verspreche euch, euer Tod wird schnell sein. Okay. Hat dir meine Rede gefallen? Ja. Im letzten Teil habe ich übrigens gelogen. Ich werde viel Zeit damit verbringen, euch Banditenabschaum zu Tode zu bringen. Und kein Bandit. Roland, bist du das? Ach, der Kammerjäger. Und kein Bandit. Rolands Echo-Kommunikator ist hin. Wir brauchen deine Hilfe. Ich bin kein Bandit. Es nach Banditen City geschafft, was? Ausgezeichnet! Toll, dass ich ein vertrautes Gesicht sehen werde, wenn ich das Drecksnest in Schutt und Asche lege. Oh, du bist der, von dem Commander Roland gesprochen hat. Derjenige, der Jack begegnet ist und überlebt hat. Wir brauchen deine Hilfe, aber eins nach dem anderen. Schließ den Energiekern an den Schildgenerator an. Okay. Hallo? Yay! Können wir aussuchen, eine Waffe. Gut, das sollte ein oder zwei Tage halten. Roland sollte uns Infos bringen, wie man Jack aufhält. Da er verschwunden ist, brauchen wir deine Hilfe. Sprich mit Private Chester beim Tor. Er wird dich in die Stadt lassen. Okay. Chester, steh gefälligst gerade. Ein Kammerjäger ist unterwegs zu dir. Beschuss! Aufpassen, Leute! Ein Hyperion Moonshot Blitz! Ohne diesen frischen Kern von dir hätten die Mörser den Schild glatt durchschlagen! Ha! Ich werde das Tor für sie öffnen. Wir werden siegen. Hört das aber wieder auf. Fight back, join the resistance. Ist mir eine Ehre. Der Widerstand braucht schon lange jemanden wie dich. Hallo? Ist mir eine Ehre. Hallo? Es ist mir eine Ehre, Kammerjäger. Versteht's gerade den Witz an der Sache nicht. Geht's. Commander Roland ist von seiner Aufklärungsmission nicht zurückgekehrt. Jetzt geht's. Er hat für diesen Fall genaue Anweisungen hinterlassen und du kannst uns helfen. Triff dich mit dem Mechaniker der Stadt. Scheiße, ich meine Mist.
Roland braucht deine Hilfe. Ohne soll er auch bekommen. Die soll er ja auch bekommen. Bitte heraus, wo Roland ist. Sanctuary. Er baut auf den Ruinen des besten interplanetaren Bergbauschiffs der Dahl Corporation. Jetzt letzte Zuflucht für Diebe, Mörder und Ausgestoßene. Willkommen daheim. Hey. Ernsthaft jetzt? Was ist denn hier mit dem Spiel los? Scooter! Oh, Kacke! Du bist von Hyperion? Ich hab gehört, ihr seid alle Roboter und fresst Metall aus dem Müll. Als Roland verschwand, wusste ich, dass ihr Todesmaschinen kommen würdet, um mich zu holen. Falls du mich töten willst, solltest du wissen. Lebend kriegst du mich nicht, du Roboter-Kackfass! Scooter! Catch a ride. Moment! Da hängt mich einer mit dem Kopf nach unten an einen Telefonmast, überzieh mich mit Honig und überlass mich dem langsamen Tod durch hungrige Spider-Ants. Du bist kein Hyperion-Roboter. Okay. Du bist ein Kammerjäger. Das ist sowas wie ein Einhorn. Was? Einen komischen Fetisch? Hilfst du uns bei der Sache mit Roland? Ich hab gehört, wie die Crimson Raiders darüber sprachen. Roland sagte mir, wenn er jemals verschwinden würde, sollte ich Plan B einleiten. Oder wie er es nannte. Plan, verwandle diese Stadt in eine großartige schwebende Festung. B, ich hab hier ein paar Treibstoffzellen. Die wirst du brauchen. Oh, und du brauchst auch dieses Iridium. Danke. Gibt's hier oben noch was zum Looten? Ja, einiges. Wir werden mal noch die ganzen Nebenquests annehmen. Die ja noch so offen rumwackeln. 3 Stück. Dann werden wir mal Feierabend machen. Geht das jetzt raus? Okay, gehen wir ins Stadtzentrum und schließen diese Treibstoffzellen an die Triebwerkszünder an. Du brauchst noch eine dritte, weshalb ich dir das Ridrock gegeben habe. Du kannst die letzte Zelle in Earls Schwarzmarkt kaufen. Aber sei vorsichtig. Earl ist verrückt. Er hat einen Wagen gefressen. Ja, den ganzen Wagen. Einfach so. Vielleicht hatte er Hunger. Vielleicht hatte er Hunger. Banditen von Sanctuary. Wie ich hörte, ist ein neuer Kammerjäger in eure Stadt gekommen. Liefert ihn einfach an mich aus, dann werdet ihr belohnt. Keine Sorge, niemand wird dich ausliefern. Du bist unsere einzige Chance, Jack aufzuhalten. Diese Nachricht geht an alle Crimson Raiders in der Gegend. 4 als Banditen getarnte Hyperion-Spione haben es auf Sanctuary abgesehen. Sie verstecken sich draußen in Foxy! Bruno. Spürt sie auf, legt sie um und findet heraus, warum sie hier sind. Ach, sorry, Sweetie. Nichts zu tun heute. Wow. Kammerjäger, wie schön dich... Bullimong. Stumpfsinniger Name, nicht wahr? Einen schöneren Namen, bevor mein Almanach in den Druck geht. Such Maxi, du geile Kleiner. Ich lerne etwas über ihre Ernährung und ihren griffigen Namen für Viecher aus. Alter. Deine neuen Jobs. Schade. Ich sehe dir so gerne bei der Arbeit. Was sagst du noch? So, gucken wir mal noch die letzte Quest da hinten. Können wir auch mal gleich ein bisschen verkaufen. Wozu braucht man eine Approbation, wenn man Stil hat? 23. Komm weg damit. Submachine Gun. Kann ich mit Level 11. Aber ich habe eine Anpassung bekommen. Skin freigeschaltet. Okay. War jetzt nicht so beeindruckend.
Marcus! Bitte mein Geld zurück. Diese Waffe funktioniert nicht. Kein Problem. Funktioniert doch. Ich sehe jetzt das Problem nicht. Geht doch. Verstehe jetzt das Problem. Hat doch funktioniert, die Waffe. Komm vorbei! Hey, Kammerjäger! Wenn du zu den Crimson Raiders gehören willst, solltest du dich mit Elementarwaffen auskennen. Findest du nicht? Ich habe gerade eine Kiste mit brandneuen Maliwan. Okay, aber wie gesagt, ich denke mal, wir machen... Ach, das ist Story-Mission. Wir machen erstmal... Elementarwaffen reinbekommen. Sollen wir sie gemeinsam ausprobieren? Wir sehen uns also auf dem Schießstand. Na gut, dann machen wir das mal. Versuchen wir es erstmal mit der Feuerwaffe. Hm? Flammenwaffen sind extrem effektiv gegen Fleisch. Jetzt grill das Imperialisten-Schwein wie ein Skag-Steak. Dieser Hyperion-Faschist fühlt sich wohl sicher, weil er denkt, sein Schild schützt ihn. Falsch gedacht. Nur eine Frage der Zeit, bis Jack diesen Ort in Ich habe eine... Und Asche legt! Nimm das, Jack-Fan! Ein paar satte Treffer mit einer Schockwaffe machen einen Schild... was noch? Korrosionswaffen. Panzerung. Gepanzerte Ziele wie diese verdammten Hyperion-Roboter halten ziemlich viel aus. Es sei denn, du hast eine Korrosionswaffe. Habe ich denn eine? Habe ich denn eine Korrosionswaffe? Was haben wir hier? Nee. Keine Korrosionswaffe. Siehst du, wie die Säure sich durch die Panzerung... Das ist eine Korrosionswaffe. Cool. Ich muss gestehen, ich liebe Korrosionswaffen. Und jetzt probier mal eine von den Slag-Waffen. Ach, die gibt er mir gleich immer in die Hand. Sollte ja ziemlich leicht zu erledigen sein. Wechsle die Waffe und schieß nochmal auf ihn. Super! Die Waffen funktionieren. Elementarwaffen wie diese kannst du jederzeit bei dem besten Waffenhändler deines Vertrauens um die Ecke kaufen. Okay, das war's. Cool. Okay. Was sind wir jetzt bei? Auch schon weit über eine Stunde. Gut, mein Lieben, wir machen mal an der Stelle aber Feierabend. Ich dachte, ich kann die Waffen behalten, das ist ja gemein. Waffenkiste! Ja, guck mal, ich habe 251 Schlüssel. Das ist ein bisschen übertrieben. Nice. Gut, wie gesagt, wir machen an der Stelle Feierabend. Wie gesagt, ich werde jetzt noch ein bisschen was aufnehmen. Vielleicht noch eine zweite Folge und eine dritte Folge. Die Tage wird es auch jeden Tag Stream geben davon. Also ich werde jeden Nachmittag 2-3 Stunden streamen. Ich muss die Woche fertig werden mit dem Spiel. Ansonsten wird es ein bisschen übel werden, weil nächste Woche habe ich Besuch und dann ab Montag bin ich in der Reha. Ansonsten wird es echt übel. Also ich muss mindestens bis nächste Woche Freitag, bis nächste Woche Freitag, also 7 auf 13, ja, 14 Tage, 13, 12, okay. Also, wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao!